Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo, dann was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Ich kann kein Deutsch. Leute, ich reagiere heute auf den Song Fans von Melina und Maya. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir fucken nicht lange drum rum, starten direkt rein. Let's go! Der Weg, er war lang, aber jetzt stehe ich hier, ja, ich wusste genau, dass es klappt. Hab gekämpft und gemacht, ich lag nächtelang wach, der Erfolg, der kam nicht über Nacht. Er ist ein Fan, dann ein Teil von der Gang, die ich lieb, das ist V zu dem DSIS. Autogramme geholt und dann selber verteilt, dabei waren wir einfach nur Fans. 2018, damals... Okay, die Hook, wenn das die Hook war, sehr, sehr strong von Melina. Auch wieder sehr, sehr, sehr schön auf dem Beat, die Stimme. Die Stimmlage gefällt mir. Und der Übergang von Maya in ihren Part auch sehr, sehr strong gemacht. Ich bin mal gespannt, wie der Part von Maya ist. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Let's go. Ich nie gedacht, ich hatte einen Traum, dass ich einfach krasse Lieder mache. Ich war damals klein und meiner Meinung nach mit Zeitlos und Wenn ich alt bin geschafft. Das sind meiner Meinung nach ihre krassesten Lieder. Sie hat bestimmt noch mehr geile Lieder, aber für mich sind bis jetzt Zeitlos und Wenn ich alt bin die krassesten Lieder von ihr, von Maya. Einer. Ich hab VWSIS entdeckt, Mama, das ist so ein Projekt, das meine ganze Hoffnung weckt. Weiß, was ich will, kack auf dein Gerede, bleib VWSIS, solange ich lebe. 19. Januar 2019, erster Workshop und man sah meine Augen leuchten. Und seit diesem Tag lass ich keine Chancen liegen, denn ich weiß, wenn du was willst, dann musst du es dir verdienen. Seit Tag 1 mit Melina wie eine Schwester, auf den Bühnen anfangs schüchtern, doch ich wurde immer besser. Grüße gehen raus an die Hauptstadt Deutschlands, Melia, das Girl, das mich niemals enttäuscht hat. Januar 2019. In Vollgas war mein erster Track, VDSIS, hab von Anfang an mit Herz gewappt. Also, ja, Mayas Part sehr, sehr strong. Ihre Stimme kommt sehr, sehr gut auf den Beat auf jeden Fall. Man kann sich gut reinversetzen in die Texte, also zumindest in den Text von Maya. Man konnte so ein bisschen auch hören, was sie noch zu erzählen hat, so. Meiner Meinung nach ist der Song jetzt schon eine 10 von 10. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr weitermachen. So, ich brauche gar nicht mehr weiter reagieren darauf. Ich finde den Song so schon geil. Aber ja, mal gucken, was noch von Melina kommt. Jetzt kommt aber erst so die Hook nach einer Minute, wo der Song 3 Minuten geht. Ich wusste genau, dass es klappt. Hab gekämpft und gemacht. Ich lag nächtelang wach. Der Erfolg, der kam nicht über Nacht. Erst ein Fan, dann ein Teil von der Gang, die ich lieb, das ist V zu dem DSIS. Autogramme geholt und dann selber verteilt, dabei waren wir einfach nur Fans. Ey, strong Hook auf jeden Fall. Sehr, sehr strong. Aber zur Hook habe ich was gesagt, deswegen sage ich jetzt nicht nochmal was zur Hook. Wir kommen direkt zu ihrem Part. Okay, never mind. Wir kriegen noch einen Maya-Part. Haben beide zwei Parts dann? Okay. Also wenn ja, strong. Genau, du kennst mich, Maya ist brenzlig, rappe nicht auf Englisch. 2000. Maya ist brenzlig, ich rappe nicht auf Englisch. Okay, ja, brenzlig auf Englisch, ja, gut, ne? Ja, fang ich. 18, alles begann. Aber strong line. Bleib mir immer treu und passe mich nicht anderen an. VDSIS war seit 2018. Maya bringt schon wieder deine Kragen zum Platzen. Meine Army-Nummer 059. Von dem Platz, wo ich jetzt stehe, hab ich so lange von geträumt. Lass mir nichts einreden, Hürden lass ich links liegen. Löse Streit mit Konversation, du mit Kinnhieben. Ich weiß, du kennst die Zeilen, meine ersten Zeilen. Zusammen mit Tim habe ich sie auf mein Blatt gereimt. 5 Jahre später, Maya stimmt die Bühne. Gemeinsam mit Melia, ich mach einfach was ich liebe. Ich stehe vor der Kamera wie am allerersten Tag. Alle Hände gehen hoch, VDSIS ist da. Okay, zweiter Part, auch sehr, sehr strong. Ich fand die Line mit dem Kinnhaken, ne, fand ich ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, irgendwie hat dieses Kinnhaken-Ding da nicht mit reingepasst. Für mich, also meiner Meinung nach. So, klar, textlich sehr, sehr strong.
Das ist aber das, was ich irgendwie auch schon dachte, dass irgendwie so eine Kinnhakenline kommt, weil irgendwie habe ich mir schon gedacht, irgendwann muss ich doch mal bei den Reactions irgendwas haben mit einer Kinnhakenline. Und jetzt habe ich endlich diese Line. Endlich habe ich sie. Aber ja, das ist strong. Strong. Es ist auf jeden Fall so eine Art, also es ist auf jeden Fall so ein Storytelling-Song. Und das gefällt mir auch, weil, so, ich sag jetzt mal Deutschrap und generell Musik, ich liebe diese Storytelling-Lines oder diese Storytelling-Songs generell. Und ja, sehr strong. Sehr strong. 10 von 10. Jetzt steh ich hier, ja, ich wusste genau, dass es klappt. Hab gekämpft und gemacht, ich lag nächtelang wach. Der Erfolg, der kam nicht über Nacht. Erst ein Fan, dann ein Teil von der Gang, die ich lieb. Das ist Frau zu dem DSIS. Autogramme geholt und dann selber verteilt. Dabei waren wir einfach nur Fans. Trage immer noch das Logo mit dem Straßen-S. Schütze. Okay, wir kriegen noch einen Part. Hat Melina keine eigenen Part? Ich glaube, die hat nur die Hook, ne? Okay, ich dachte, Melina hat noch einen eigenen Part. Hätte ich jetzt so eine, also hätte ich mit gerechnet auf jeden Fall. Endlich von einem fertig, jetzt meine Tastatur hört. Ich schreibe mir gerade schon mal den Videotitel auf. Ich mache das nämlich schon vorher. So. Ja, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Melina noch einen eigenen Part hat und nicht nur die Hook. Aber naja, okay, dann haben wir halt einen Melina Hook-Song so gesehen, wo sie nur die Hook hat. Kann auch sein, dass sie noch einen Part kriegt. Am Ende weiß ich ja nicht, ne? Aber ja, weiter. Kelle ging, als wäre das Studio ein Rabennest. Danke Tim und Mama, mein Traum wurde wahr. VDSIS Superstar unterm Radar. Traum wurde wahr, VDSIS Superstar unterm Radar. Ja, gut, aber wenn der Traum wahr wurde, warum dann weiterhin unterm Radar? Weißt, dann würde ich eher ins Radar jumpen direkt. Weißt, damit andere Leute einen sehen, so, ne? Damit viele Leute mitkriegen, okay, das ist gar nicht immer so kacke, ich melde mich auch an, ne? Also, hätte ich jetzt halt so gemacht, ne? Jedem das seine, wenn man unterm Radar weiterhin die Mucke machen möchte und promoten will, alles gut. So, ne? Jedem das seine. Trage immer noch das Logo mit den Straßen-S. Schütze kenn der Gang, als wäre das Studio ein Rabennest. Danke, Tim. Ach, schütze das Studio, als wäre es ein Rabennest. Wait, yo. Das ist eine strong line. Mama, mein Traum wurde wahr. VDSIS Superstar unterm Radar. Der Weg, er war lang, aber jetzt steh ich hier. Ja, ich wusste genau, dass es klappt. Dass es klappt. Hab gekämpft und gemacht, ich lag nächtelang wach. Der Erfolg, der kam nicht über Nacht. Nein, nein. Erst ein Fan, dann ein Teil von der Gang, die ich lieb. Das ist Frau zu dem DSIS. Meine Gang. Autogramme geholt und dann selber verteilt. Dabei waren wir einfach nur Fans. Wir waren Fans. Der Weg, er war lang, aber jetzt steh ich hier. Ja, ich wusste genau, dass es klappt. Dass es klappt. Hab gekämpft und gemacht, ich lag nächtelang wach, der Erfolg, der kam nicht über Nacht. Also ich feiere auf jeden Fall die Applets gerade von Maya im Hintergrund. Beziehungsweise das heißt im Hintergrund so daneben gelegt auf dieselbe Spur von Melina. So halt, dass nachdem Melina so gesehen das Wort zu Ende gemacht hat, dass dann die Adlibs von Maya kommen. Also wenn das Adlibs sein sollen, Adlibs sind eigentlich im Hintergrund, die stechen, falls das Adlibs sein sollen, dann stechen die echt stark raus. So, und das gefällt mir daran. Ja, das Ding ist halt, man muss auch überlegen, ob man jetzt bestimmte Adlibs reinnimmt oder ob man generell halt die Adlibs dann leise in den Hintergrund packt oder halt so wie hier jetzt, dass man die halt auf dieselbe Spur legt und dann irgendwie ein, zwei Sekunden Delay reinmacht. So, dass sie dann in dem und dem Moment dann so rauskommen. Aber ja, es gefällt mir. Die in Anführungszeichen Adlibs gefallen mir von Maya. Sind sehr, sehr strong. Und ja, generell die Hook ist auch wieder sehr, sehr strong. Und ja, so wie es aussieht, kriegen wir keine Medina-Part. Aber naja, egal. Nein, nein. Erst ein Fan, dann ein Teil von der Gang, die ich lieb. Das ist Frau zu dem DSIS. Meine Gang. Autogramme geholt und dann selber verteilt. Dabei waren wir einfach nur Fans. Wir waren Fans. 100k Abonnenten. Das Video war auch vor einem Monat 28. Ja, wobei so in 2 Monaten. 28.04. Sehr, sehr strong. 100k Abonnenten.
ey, die haben mittlerweile 450.000 Abonnenten und das komplett verdient. Komplett verdient. Und ja, also die haben Songs auf dem Kanal, Alter, gut, die habe ich auch nicht gehört, ne, aber die gehen gut ab anscheinend. Aber ja, komplett verdient, 450.000 Abonnenten, Road to 500k bei VDSES und irgendwann kommen die Mille und dann kommt der goldene Playbutton bei denen ins Studio. Ich gönn's denen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass sie irgendwann bei sich im Studio diesen 1 Million Abonnenten-Button hängen können. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ach nee, warte mal, ist ja noch gar nicht drin. Nee. Ja gut, das ist das, da können wir darüber springen theoretisch. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt, sowie der Song und VDSES. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold. His love.